Indien heute. Ein Land, in dem bescheidenes Glück, Resignation und Optimismus gleichzeitig zu Hause sind. Wir haben dort drei deutschstämmige Frauen besucht, die von diesen unterschiedlichen Stimmungen erzählen. Drei Frauen, drei Generationen, drei Leben. Erste Station ist das kleine, einst hauptsächlich von Siebenbürger Sachsen bewohnte Dorf Atzel. Nach der politischen Wende haben die meisten von ihnen ihr Land verlassen und leben jetzt in Deutschland. Maria ist eine von denen, die zurückgeblieben sind, die nicht weggehen wollten. Maria wurde in Atzel geboren, hat dort geheiratet, hat dort getrauert. Seit 2 Jahren lebt sie in einem der wenigen Altenheime in Rumänien, die mit Hilfe der deutschen Kirche errichtet wurden. Nachdem alle Nachbarn es vorzogen, ihr Glück in Deutschland zu suchen, zog Maria hier ein. Haus und Hof hat sie nur vermietet, zur Sicherheit. Heimat verkauft man nicht. Januar 1943 hatte ich geheiratet und in demselben Jahr, 26. Juni, fuhr mein Mann mit vielen anderen Männern nach Deutschland in den Krieg. Und ist erst nach 8 Jahren aus russischer Gefangenschaft wieder nach Hause gekommen. 8 Jahre waren wir getrennt. In diesen 8 Jahren, im 45er, fuhr ich nach Russland mit anderen Mädchen und Frauen aus unserem Dorf. In die Zinkfabrik sind wir arbeiten gegangen. Immer geschlossen aus dem Lager gingen wir dann hin. Hier wächst Zwiebel, Salat, Rettiche, Kartoffeln, Gemüse aller Art, Kraut, das ist alles teuer. Das ist schon eine große Hilfe, dass man sich das hier alles erarbeitet in diesen Gärten. Dass wir das haben, auch für Sommer, auch für Winter. Es ist den Rumänern. Wie soll man jetzt zufrieden sein, wenn man einst so schön miteinander gelebt hat? Dieses war doch ein sächsisches Dorf. Es waren nicht allzu viele Rumäner. Verstehen Sie mich? Aber Sie haben nichts gegen Rumänen. Nein, das nie. Nie. Nie habe ich etwas gegen Rumäner. Ich habe nie etwas gehabt gegen Russen. Auch wie ich in Russland war. Ich habe das russische Volk geliebt. Das sind gutherzige Menschen. Nur sie konnten nicht. Es war nach dem Krieg. Sie hatten nicht. Sonst die hätten uns nicht hungern lassen. Aber sie hatten nicht. Sie hatten selber nicht, aber gutherzige, gläubige Menschen sind die Russen. Also, eine Umstellung war es schon. Menschen der verschiedenen Generationen zusammenzukommen, aus verschiedenen Orten, verschiedener Meinungen. Es hat schon etwas gekostet, sich an jeden anzupassen. Braucht schon viel Geduld dazu. Zuerst war ich ja mit meinen 4 Freundinnen zusammen. Wir waren 4 Freundinnen, die wir das Zimmer betreten haben. Die waren wir gleiche. Verstanden uns gut.
Davon ist aber eine gestorben. Zwei sind nach Deutschland gefahren. Ich bin allein geblieben von ihnen. Ja, hier wohnen wir, zu fünft. Hier sind zwei Freundinnen, die hier schlafen. Dort haben wir das Bad. Und hier ist unser Zimmer, wo wir zu dritt wohnen. Wo ist Ihr Bett? Dies. Hier. Es tut mir schon leid um die guten Freundinnen. Wären die hier geblieben, dann wäre auch mein Leben mehr von Wert gewesen. Aber so müssen wir uns jetzt auch so zufriedenstellen, wie es jetzt eben ist. Hat Ihnen Deutschland gefallen? Ja. Ja, hat mir gefallen. Aber auch dort sind Probleme. Man kann nicht sagen. Es ist auch Glanz, aber es sind auch Probleme, wie überall. Sie haben auch Einsamkeit. Für mich ist Heimat wichtiger als Glanz und Pracht. Ja, und wenn es auch schwer wird sein, es fehlt schon an manchem. Aber hier sind wir dann doch zu Hause. Wenn ich auf die Straße gehe, begegne ich doch Leute, die ich kenne, mit denen man spricht und wenn es jetzt auch nicht unsere Sachsen sind. Katrin, auch der, wo ist denn ja durchgegangen, der Lehe? Ja. Wir haben hier. Alles bestaut. No. Katrin, so wie findet ihr gefällt hier? Gut. Gut. Gefällt es dir hier? Sie ist auch eine Einsame. Sie hat auch niemanden. Und so fühlt sie sich sehr gut hier. Wenn Leute aus Deutschland kommen, dann sie ist immer so froh um jeden Einzelnen. Deswegen sagten die dann, die Kathi, die kleine Kathi, ist der Sonnenschein im Altenheim. Gehen Sie mal zusammen schlafen oder wie machen Sie das? Nach dem Abendessen bleiben wir dort noch sitzen. Und unterhalten uns noch und machen ein bisschen Dummheit und lachen und so, dass die Zeit vergeht. Was soll man machen? Man muss auch manchmal eine Dummheit sagen und ein wenig lachen und so vergeht die Zeit. Trotzdem, wir sind ja alt. Ja. Ich habe jetzt Sonntag 83 Jahre erfüllt. Ja. Und dann muss man ein wenig lachen und sprechen und so vergeht die Zeit. Ja. Hier ist die Küche, die ganz nach deutschem Stil ausgestattet ist. Da ist eine Köchin und ihre Mitgehilfinnen, die hier mithelfen, uns das Essen, tägliches Essen zu bereiten. Dann hier ist ein Bauernhof, der früher war. Der Bauer ist nach Deutschland gefahren und das Heim hat diesen Hof gekauft. Hier herein, auch das kleine Kalb. Sollen wir hier nicht auch Licht anzünden oder ist es Licht genug? Ja? Na, das ist die Kuh, von der wir die Milch haben. Die Milch müssen wir nicht kaufen, wir haben sie eigenes Erzeugnis. Hier ist das Kalb. Von der Kuh. Das wird dann vielleicht geschlachtet und für Fleisch benutzt. In der Revolution haben wir gar nichts mitbekommen. Hetzeldorf ist ganz verschont gewesen davon. Wir haben von der Revolution gar nichts gespürt. Wir hörten ja nur, was geschah in Temesburg, in Kronstadt, in Hermannstadt. Aber wir sind ja jetzt abgelegen von dieser Sache. Und wir haben vom Hörensagen, aber jetzt gar gesehen und erlebt haben wir ja hier nichts. Wir wussten nicht, was dabei jetzt gar geschehen wird. Und wir, die wir ja jetzt auf dem Dorf sind, Dorfsleute, wir kommen ja dort auch nicht so mit solchen Sachen.
die Leute freuen sich ja jetzt über die Freiheit. Aber es scheint ihnen jetzt doch dieser neue Anfang. Er ist ja wirklich schwer. Das ist jetzt wieder ein ganz neuer Anfang. Und jeder neue Anfang, da gibt es Schwierigkeiten. Bis man jetzt sich wieder in diesen neuen Anfang einlebt, das bringt Schwierigkeiten. Die Leute haben sich ja bestimmt damals gleich sehr gefreut. Aber jetzt kommen die Probleme. Was? Na, jetzt kommen die Probleme wegen es ist auch Arbeitslosigkeit. Viele haben keine Arbeit. Na, die freuen sich ja jetzt deswegen nicht. Früher haben wir kein Radio gehabt, kein Video, kein nichts. Damals haben wir uns gefreut an dem Vieh. Mit den Tieren war damals der Kinderfreude. Heute gucken die Kinder Video und wissen mehr, viel mehr wie die Alten. Wir hatten viel Freude in unserer Kindheit. Wir spielten mit ganz primitiven Sachen. Was? Na, mit einem grünen Glas. Schauten in die Sonne, ihr seht's. Gib auch mir das Glas. Du mir in die Sonne schauen, durch das braune oder durch das grüne Glas. So, und jeder freute sich, die Sonne zu sehen, braun oder grün. Also als die Sachsen noch alle hier waren, dann erzählte die Gemeinde etwa 1.500 bis 600 Seelen. Dann aber in etlichen Jahren sind sie ausgewandert, dass bis zu dieser Zeit, wo wir uns jetzt befinden, nur noch etwa 80 Personen zu zählen sind, Seelen zu zählen sind. Seit 20 Jahren habe ich diesen Weg sehr viel gesucht. Seit 20 Jahren ist mein Mann gestorben. Hier ist mein Elterngrab und mein Mann auch begraben. Ich bin eingetragen, doch wer weiß, wohin ich begraben werde. Und wenn Sie wollen, von hier aus